Nächste Rednerin ist Barbara Krenn von der ÖVP. Bitte, Frau Abgeordnete. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Bundesregierung, geschätzte Abgeordnete des Hauses, liebe Besucherinnen auf der Galerie und vor dem Fernseher, sehr geehrte Damen und Herren, gestatten Sie mir an Anfang meiner Rede ein paar persönliche Worte. Als ich vor 22 Jahren in meiner Heimatgemeinde Bürg-Pautenfels als Gemeinderätin angelobt wurde, war ich voller Stolz. Dass ich heute vor Ihnen sitze, erfüllt mich mit Freude. Gleichzeitig gehe ich aber an meine neue Herausforderung mit Demut und Respekt heran. Der Kontakt mit den Menschen, zuhören, Probleme verstehen und miteinander Österreich besser machen, das werde ich mit Überzeugung, mit vielen Gesprächen, mit allen Kolleginnen und Kollegen hier im Hohen Haus machen. Als Wirtin bin ich es gewohnt zu reden, darüber zu reden und vor allem jeden mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen. Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Aber nun zum Regierungsprogramm. Als Wirtin ist es nicht verwunderlich, dass mich das klare Bekenntnis der Bundesregierung zu unserer Tourismuswirtschaft freut. Österreich hat über 90.000 Betriebe im Bereich der Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Diese geben 770.000 Vollzeitbeschäftigten einen guten Arbeitsplatz. Ein großer Wirtschaftssektor, denn es in den letzten Jahren gelungen ist, Österreich als Urlaubs-, Freizeit- und Erholungsland zu positionieren. Für mich ist unser Österreich das schönste Land der Welt. Und trotzdem macht aber vor uns der Wettbewerb auch nicht Halt. Wir müssen den Erfolg der letzten Jahre ausbauen und weiterentwickeln. Denn auch andere Länder werden für die Urlauber immer attraktiver. Uns muss es gemeinsam ein Anliegen sein, Rahmenbedingungen im Tourismus zu verbessern. Vor allem für die Mitarbeiter vieles praxisnaher zu gestalten, Chancen der Digitalisierung zu nutzen und gemeinsam Schwerpunkte zu erarbeiten. Es geht um viele 1.000 Arbeitsplätze, 90.000 Betriebe und 770.000 Vollbeschäftigte. Es geht aber auch um unsere Marke Österreich. Unsere Skirennläuferinnen und Skirennläufer, unsere Wintersportler allgemein, leisten für unseren Tourismus Enormes. Wir müssen aber unsere Kinder wieder zu diesen Sportarten bewegen, es besser leistbar machen. Eine Unterstützung für Schulskikurse und Wintersportwochen müssen möglich sein, damit wir die Begeisterung für diesen Sport erhalten, auch im Interesse des Tourismus. Danke auch für dieses Bekenntnis. Aber eines freut mich ganz besonders: die Senkung der Mehrwertsteuer von 13% auf 10%. Das bringt steuerlich eine enorme Erleichterung. Ebenso ist eine weitere Senkung der Lohnnebenkosten geplant und Erleichterungen für Betriebsübergaben. Danke für die Initiativen. Dann noch mal ein Thema, das Thema Rauchen. Ist in den letzten Jahren medial kontrovers diskutiert worden. Was stimmt tatsächlich? Die neuen Regelungen bringen keine Veränderung im Gastronomiebereich, jedoch ein verschärftes Gesetz zum stärkeren Nichtraucherschutz für Jugendliche. Für mich persönlich wichtig ist die Zusage, dass es zu einer praxisgerechten Umsetzung im Bereich Mitarbeiterschutz unter 18 Jahren kommt.
Dass nicht alle zufrieden sind mit dieser Vereinbarung, das liegt auf der Hand. Aber ich darf doch anmerken, dass es in einer Koalition nicht immer möglich ist, seine Meinung zu 100% durchzusetzen. Die Herren werden recht. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich auf die nächsten 5 Jahre, mit Ihnen hier im Hohen Haus zu arbeiten. Als Wirtin und Bürgermeisterin komme ich aus der Praxis. Den Menschen bei mir zu Hause sind es gewohnt, dass ich mich einsetze für Sie und für Ihre Anliegen. Direkte Arbeit mit den Menschen wird auch weiterhin mein Schwerpunkt sein. Denn ich weiß aus persönlicher Erfahrung und in welchen Lebenssituationen und mit welchen Schicksalsschlägen Menschen plötzlich konfrontiert werden können. Ihnen zu helfen und Sie dabei zu unterstützen, ist mein vorrangigstes Ziel. Und dafür werde ich meinen Kampfgeist und meine ganze Kraft einsetzen. In diesem Sinne werden wir zusammen gemeinsam arbeiten für die Menschen in diesem Land. Ein steirisches Glück auf! Danke, Frau Abgeordnete. Barbara Krenn von der ÖVP mit einem Plädoyer für den österreichischen Tourismus. Frau Abgeordnete Sadic. Zur geplanten Aufhebung des Rauchverbots. Meinen Sie, dass man in einer Koalition nicht immer seine Meinung zu 100% durchsetzen könne?